Die Kammerwahlen sind vorbei. Die Schwarz-Türkisen siegten und alle anderen Parteien änderten sich quasi nicht. Bei den Grünen gibt es allerdings einen Chlorophyllschimmer. Im nächsten Beitrag geht es um die Kammerwahlen in Oberösterreich. Wir sind in Wels in der Wirtschaftskammer. Hier trifft sich die farbige Prominenz aller Sparten. Dabei auch die Vizebürgermeisterin aus Wels. Natürlich ist das Thema Wirtschaftskammer und Wirtschaftskammerwahlen für mich ein wichtiges, da ich ja auch für die freiheitliche Wirtschaft kandidiere und die Obfrau von Wels Stadt und Wels Land für die freiheitliche Wirtschaft bin. Kann man sagen, in Wels spürt man die fleißige blaue Hand? Ja, natürlich kann man das sagen, dass man hier die fleißige blaue Hand spürt. Aber auch, man spürt die Aufbruchstimmung, die da ist. Und das ist, liegt natürlich auch an uns. Ein aufstrebender Bäckermeister aus dem Bezirk Wels bezeichnet die Regionalität im Bereich Lebensmittel als sehr wichtig. Regionalität ist bei uns eines der wichtigsten. Man darf nicht vergessen, dass wir die hochwertigsten Lebensmittel gerade in Oberösterreich produzieren. Und auch die Lebensmittel. Es gibt ja jetzt momentan wieder die Regionalität, das ist ein Riesenthema. Unsere Sauerteigbrote zum Beispiel, das sind für die wichtigsten Sachen. Der beliebteste Bürgermeister aus dem Bezirk sieht Machtrink im Aufwärtstrend. Ich glaube, dass man sehr viel bewegt, sehr viel unternimmt. Und wenn ich die wirtschaftliche Entwicklung, aber generell die dynamische Entwicklung in Machtrink mir ansehe, da hat sich schon einiges bewegt. Und so, glaube ich, bin ich zu dieser Ehre gekommen. Vorstand Magister Florian Niedersüß sieht die EWW-Gruppe als Vorreiter im Energiesparen und der Elektromobilität. Unsere Tochter Wellstrom hat schon sehr früh begonnen, die Ladeinfrastruktur proaktiv auszubauen und wir sind eine der am besten versorgten Städten. Zusätzlich gibt es jetzt das E-Car-Sharing. Also ich denke, auch für die neue Mobilität sind wir bestens gerüstet und helfen mit, das Thema voranzubringen. Die Präsidentin trat dort ohne ihre vier Stellvertreterinnen auf und beschwörte die dunkeltürkise Sekte. Das war unser Kurzbesuch in der Welser Wirtschaftskammer, wo auch die angebliche Wunderheilerin der Oberösterreichischen Wirtschaft, die Präsidentin, ohne ihre Präsidentinnen aufgetreten ist. Es wurde etwas gejammert, dass die Wirtschaft schlechter wird, dass die Rezession eingetreten ist und auch der Coronavirus in Oberösterreich irgendwann einmal vorbeikommen wird. Es wird schwieriger in der Wirtschaft, es wird nicht leichter. Hoffentlich kann diese Frau Präsidentin den hier anwesenden Feuerlöscher auch bedienen, wenn es wirklich kritisch wird.